Hallo Freunde von meiner Whisky. Einmal aus einem Whisky-Refugium. 5 Minutes, Patient des heutigen Abends. Signatory Vintage. Wieder einer aus der kupfernen Dose. Ein Whistler. Whitlaw oder Whistler. 2013. Aged 10 years. First fill Pedro Ximénez Sherry and second fill Oloroso Sherry Cask. Von 6/20/13 Bottles 2/24. So. 46%. Es ist wirklich so, dass die, das hatte ich glaube ich beim letzten Mal, als ich den Linkwood hatte, der ja nur 43 Volumenprozent hat, dass die tatsächlich nicht kühlgefiltert sind. Auch bei den 43. Bei 46 habe ich da nie ein Problem mit, das zu glauben. Bei 43 macht man sich schon die Gedanken. Das heißt also, ich denke schon, dass dieser andere 43-prozentige ein bisschen mehr gefiltert worden ist. Hier keine Kühlfiltration. Wie viel jetzt hier gefiltert worden ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ihr seht, das, was ich angesagt habe, dieses PX und Oloroso Sherry Second Fill scheint hier schon was drin zu sein. Ja, und ein super PLV. Jetzt haben wir hier angegeben. Highland steht drauf. Und dann Whistler. Was ist das? Die ein oder anderen Verrückten von euch wissen eigentlich, wenn ein unabhängiger Abfüller was unter Whistler abfüllt, dann ist das wohl ein Highland Park. Ja, also ein, ja, wo der Name nicht genannt werden darf, aber die einen, sag mal, die internen wissen dann im Endeffekt, was die ein oder anderen Unabhängigen dann machen, dass man dann eben halt das Whistler nennt. Warum? Es gibt doch den ein oder anderen, der Secret Orkney ist. Ne? Und bei Orkney wissen wir, oh ja, Orkney Isles gehört eigentlich zu den Islands oder Islands, ja, gibt die Region, ich gehöre eigentlich auch zu den Highlands eben halt, ne? Die Islands Whisky. Und bei Orkney wissen wir, da gibt nur zwei Destillerien und da ist eigentlich immer dann auch die Schlussfolgerung, dass es letztendlich ein Highland Park ist. Wenn Whistler drauf ist, soll das wohl schon sein, dass es eine bessere Abfüllung ist. Ja. Warum besser, schlechter? Mich hat einfach interessiert, die Abfüllung eben halt was mit PX und Oloroso Sherry. Und ja, wenn Signatory was abfüllt, die machen eigentlich immer gute Sachen. Auch hier seht ihr wieder super Farbgebung in dem. Ich sag jetzt mal, in der Flasche wirkt das eh schon dunkler. Und ja, Highland Park kann mir mal rauchig sein. Eigentlich moderat rauchig, wenig, verschwindend gering. Ich selber habe noch eine Abfüllung von dem Brave New Spirits, die ich auch in einem Tasting, ich glaube Ostern hatten wir das mit drin, den ich persönlich total genial finde. Jetzt bin ich so ein bisschen auf dem falschen Fuß, ich weiß jetzt nicht. Das ist auch eine Wein-Fassgeschichte. Ich hätte sogar gesagt White Port oder nee, Tawny Port ist das, meine ich. Also, das ist einer, der mir richtig gut gefällt. Und ich tue mich sonst auch schon mal mit Highland Park schwer. Ja? Und von Unabhängigen mag ich es eigentlich. Von da ist mir dann auch egal, was drauf steht. Und ich gehe jetzt mal, und ihr merkt schon, ne? In diesem Frühjahr ist es echt so, dass so entweder Regen oder die Pollen fliegen, ne? Und dann habe ich ruckzuck auch irgendwie die Nase so ein bisschen dicht. Aber das machen wir jetzt mit dem Whisky und sie wieder frei. Gehen wir mal dran. Ja. Bisschen verschlossen. Ich kriege die Nase gut rein. Ich merke so vom ersten Britzeln, ja, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist 46%. Sonst tue ich mir ja schon mal ein bisschen mit schwer. Heute hätte ich gesagt, ja, es kommt das, was ich erwarte. Oh yes. Also der ist vom Sherry letztendlich eingedeckt. Sonst hat man so beim Pedro Ximénez auch so eine gewisse Erdbeersirupartige Note. Die habe ich jetzt hier nicht. Ja?
Also da ist nicht übermannt. Man merkt halt einfach, da ist wirklich eine Kombination von Sherryfässern, die man da letztendlich genommen hat. Er ist von allen ein bisschen drin. Er ist mit dem Nase noch kein bisschen besser riechen. Dann habe ich auch eine leichte Phenolnote, die kommt. Aber echt moderat, Leute. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Rauchhammer, ne? Man muss so ein bisschen. Ja, wenn er ein bisschen Wärme, ein bisschen Luft kriegt, macht er auf. Der hat jetzt ein paar Minuten hier im Glas auch verweilen mögen. Gute 10 Minuten waren das schon. Aber vielleicht würden dem auch noch ein Tropfen Wasser gut tun. Gehen wir erstmal so dran. Slonji. Der ist schön. Der ist richtig schön. Ich will den ja auch im Tasting einsetzen. Da macht man sich schon die Gedanken. Ist der rauchig? Kommt der zum Schluss? So wie der ist, kann der nicht zum Schluss kommen. Das ist ein richtig schöner. Das ist, um Leute auch ein bisschen was Rauchiges ranzuführen. Das ist wirklich eine subtile Rauchnote, die da irgendwo so den vollständiger macht, den Whisky. Total smooth im Mund. Richtig lecker. Süffig. Es kommt so ein bisschen diese Erdbeernote von dem PX durch. Aber nicht übermannt. Bisschen auch so in der Ferne eben halt Crème Brûlée, Marzipan. Ja, Marzipan nicht. Ist mehr so eine feine weiße Mandelnote. Ich habe letztens schon mal gesagt gehabt, so ein bisschen was von so einer Sabayone-Mandel. Aber die hatte ich bei dem anderen anders stärker in Erinnerung. Das ist jetzt hier, aber in so eine Richtung geht es. Das ist ein bisschen so eine Mandel, die nichts Bitteres hat, einfach eben halt ein anderer Nusston. Vielleicht würde der ein oder andere auch mal Macadamia-Nüsse sagen oder sowas, ne? Oh Mann, gefühlt habe ich in letzter Zeit immer gesagt, ich muss nochmal dran, ne? Ich gehe auch hier nochmal dran. Der Whiskys, den mir jetzt wirklich seit langem mal wieder richtig gut gefällt. Weil der von allem was hat. Der hat eine schöne Sherry-Note, der ist nicht zu übermannt, Sherry. Schön Vanillenote, da ist dieser Erdbeer-Effet, den ich gerne im Munde habe. Eine Würzigkeit, leichte Nussmandelnoten. Das ist ein kompletter Nachtisch letztendlich hier, so den ich im Munde habe. Richtig toll. Und gefährlich, so wie zum Trinken, ne? Habt ihr den schon im Glas gehabt? Habt ihr schon einen anderen unabhängigen Highland Park gehabt? Hier muss ich ehrlicherweise gestehen, ich habe den ein oder anderen 100 Proof mal von Signatory mittlerweile auch probieren können. Die waren gut. Aber die haben mich jetzt aufgrund ihrer hohen Alkoholstärke nicht unbedingt weggeflasht. Interessant, für einen, der eben halt auch zum günstigen Kurs mal Distillerien kennenlernen will von unabhängigen Abfüller. Aber ich bin ehrlich, hier haben sie erst astreines Teil gebaut. Also der gefällt mir richtig gut. Und das Tolle ist, da gibt es wohl, glaube ich, auch ein bisschen mehr. Ich habe da jetzt ein was, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich die nochmal nachbuche, weil das ist wirklich ein Whisky. Der passt von vorne bis hinten. Astrein. Mir persönlich jetzt wirklich richtig klasse. Von daher, der ist in einem Tasting. Jetzt muss ich mal gucken, wo setze ich den jetzt hier so. Also der kann nicht jetzt irgendwo zum Schlusse kommen. Der muss vier oder Nummer 4 oder 5 von 6 nehmen, muss ja sein. Damit man das Rauchige noch merkt. Aber weil das ist echt verschwindend gering. Toll. So. Ich würde mich über einen Daumen hoch von euch freuen.
Ich sag bis auf den nächsten Mittwoch im Kanal hier und Sloan Gio Army.